Neuigkeiten gibt es auch von Nextorch. Ich stehe neben Rosai Suleimanov von Nextorch und die hat eine schöne Taschenlampe an der Hand und ich glaube, die möchte euch was erzählen. Genau, Rosa? Das ist die P84, wird mit 3000 Lumen ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht. Ja, du kannst ruhig mal in die Kamera blenden. So. Ups. Gut. Durch leichtes Antippen kann die runtergedimmt werden, hat wie bei dem Vorgänger die Ladestandskontrollanzeige. Und bei der P83 habt ihr es vermisst, dass man nur Rot und nur Blau anschalten kann. Ihr habt einmal den Strobo und wenn ihr diesen gedrückt haltet, geht auch das Signallicht an. Einmal im Wechsel, nochmal drücken, dann habt ihr Rot blinken, Blau blinken, Rot leuchtend, Blau leuchtend und dann geht es wieder von Anfang an. Okay, ich nehme die Disco also mit nach Hause. Genau, so sieht's aus. Gut, aber wer braucht denn sowas? Zum Beispiel zur Unfallsicherung. Ja. Bei nur Blau ist natürlich den Rettungskräften vorbehalten. Ja. Gibt es auch kein Wenn und Aber. Aber dieses abwechselnde Rot-Blau-Licht, das macht schon auf sich aufmerksam im Straßenverkehr, falls was passieren sollte. Mhm. Und jemand eventuell sein Warndreieck zum Beispiel vergessen hat. Okay. Ja. Gut. Kannst du noch was zu Batterien sagen? Zur Stromversorgung? Genau. Ja, die wird mit einem 21700er Akku ausgeliefert. Der wird über USB-C geladen. Ihr habt da eine kleine LED, die leuchtet, solange die lädt. Falls ihr mal vergessen habt, die zu laden und ihr habt einen Ersatzakku zur Hand, könnt ihr hinten natürlich aufdrehen und den Akku auch auswechseln. Wir haben Ersatzakkus, die einen eingebauten USB-Port haben, womit ihr ganz unabhängig von der Lampe laden könnt. Ja gut, und du hast mir im Vorgespräch auch nochmal so eine kleine Geschichte erzählt. Ihr habt ja manchmal hier so einen kleinen roten Blättchen drauf. Also falls die Lampe nicht leuchten sollte oder nicht angeht, was muss man denn machen, Frau Suleimanov? Hinten abdrehen, rotes Blättchen rausnehmen, wieder zudrehen, dann geht's wieder. Okay, gut. Über den Preis haben wir noch nicht gesprochen? Ja, da fragt ihr mich was. Gut. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Okay, dann lassen wir das diesmal offen, wie heiß der Preis ist. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu diesem Produkt, könnt ihr natürlich auch nochmal die Berichterstattung hier von der Jagd und Hund 2023 durchlesen. Und ihr werdet höchstwahrscheinlich den Preis auch irgendwann bei eurer Hunters oder Shooters finden.